Er berechnet nicht mit einer schnellen Abwicklung des Streits. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat Hoffnungen auf eine frühzeitige Vereinbarung über den Streit um den von der EU-Kommission geplanten Verbrennungsmotor unterzogen. Verbote von Technologien haben das Land nie weitergebracht. Um eine schnelle Vereinbarung mit der EU-Kommission zu erfordern, wir sprechen von der Regulierung für 2035. Ich verstehe nicht, warum Sie sich nicht mehr Zeit nehmen sollten, um sich die Dinge genau zu betrachten. Ein EU-Gipfel beginnt heute in Brüssel. Wissing betonte im ZDF, dass er nichts verzögern wollte. Ich möchte sorgfältig überprüfen, und das liegt auch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, zu Technologie und nicht der Konzentration auf nur ein Mobilitätsangebot. Er war bereit, diese Fragen schnell zu klären, sagte der Verkehrsminister. Aber ich bin nicht bereit, Vereinbarungen zu unterschreiben. Der Umfang und der Inhalt, auf den ich nicht endgültig überprüft habe, die Bundesrepublik Deutschland. Der Vorsitzende der Grünen Gruppe, Britta Sillmann, die Verfahren sind jedoch äußerst kompliziert und eine sorgfältige Prüfung von beiden Seiten.